Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Olaf Müller-Michaels. Ich bin Professor für Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule und setze heute meine Videoserie zum Europarecht fort. Gegenstand dieses Videos sind die Organe der EU. Sie sehen hinter mir die Mindmap. Ich werde die Ihnen zum Runterladen wie immer verlinken. Ich werde das Video in zwei Teile teilen. Wir werden uns also in dem ersten Video mit den rechten drei Organen beschäftigen. Und dann in einem zweiten Video mit den Vieren auf der linken Seite. Das hat einen einfachen Grund, das Video würde sonst zu lange werden. Außerdem sind die drei Organe rechts, die wir heute besprechen, also in diesem Video besprechen, das sind die Organe, die an der Gesetzgebung der EU beteiligt sind. So habe ich das systematisiert. Wenn Sie einen grafischen Überblick wollen, habe ich oben nochmal eine Grafik verlinkt. Und können Sie dann, als wenn Sie die Mindmap runterladen, auch über den Link darauf zugreifen. Genug der Vorrede. Starten wir gleich mit den drei Organen, die wir heute besprechen wollen. Das erste Organ, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Europäische Parlament. Das Europäische Parlament ist ja erst vor kurzem gewählt worden. Wissen Sie sicher, haben die meisten von Ihnen auch teilgenommen an der Wahl. Was ist die Aufgabe des Europäischen Parlaments? Und ich mache das eigentlich in der Vorlesung auch immer so, dass ich den Vergleich zum deutschen Recht mache. Das heißt, Sie haben ja auch meine Serie zum Verfassungsrecht vielleicht gehört und dazu der Frage, wie deutsche Bundesgesetze erlassen werden. Und wenn man auf die EU-Ebene guckt, ist das relativ ähnlich. Das heißt, wir haben eben auch zwei Organe, die Gesetze verabschieden. Eins davon ist das Europäische Parlament. Und das Europäische Parlament vertritt die Interessen der EU-Bürger. Also auf der deutschen Ebene wäre das vergleichbar mit dem Deutschen Bundestag. Deswegen wird das EU-Parlament eben auch von den EU-Bürgern gewählt. Neben der Legislativfunktion hat das Europäische Parlament auch noch die Haushaltshoheit. Es ist auch eine typische Parlamentskompetenz. Das heißt mit anderen Worten, dass das Parlament entscheidet, wie das Geld der EU ausgegeben wird. Es gibt dann einen Haushaltsplan, der von dem Haushaltskommissar, das werden wir noch besprechen, vorgeschlagen wird. Und das EU-Parlament muss dann diesen Plan verabschieden, zusammen mit dem Rat. Gut, was sind die daneben noch die Aufgaben des EU-Parlaments? Neben der Gesetzgebung und der Haushaltshoheit wählt das EU-Parlament auch noch den Präsidenten der Europäischen Kommission. Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen, dass da jetzt einige Diskussionen darüber entstanden sind, wer denn der nächste Präsident der EU-Kommission werden soll. Das Parlament, es gab ja Spitzenkandidaten auf europäischer Ebene, die über das Parlament aufgestellt wurden. Die Fraktionen des Parlaments haben sich jeweils auf den Spitzenkandidaten geeinigt. Und jetzt ist auch die Erwartung des Parlaments, dass einer dieser Spitzenkandidaten auch gewählt wird. Das entspricht allerdings nicht ganz der Vertragslage. Wenn Sie sich in Artikel 17 Absatz 7 unter Absatz 1 Satz 2 des EU-Vertrags angucken, dann werden Sie sehen, dass den Vorschlag für den Präsidenten der Kommission der Europäische Rat, mit dem wir uns in dem anderen Video noch beschäftigen, machen muss. Und das Europäische Parlament muss den dann wählen. Das heißt, beide Organe müssen zusammenwirken. Es geht eben nicht, dass das Europäische Parlament sich selbst einen Kommissionspräsidenten vorschlägt und den dann wählt. Es muss allerdings das Ergebnis der Europawahl berücksichtigt werden, so steht das in Artikel 17.7. Außerdem ist dann das Recht des Europäischen Parlaments noch die gesamte Kommission zu bestätigen, aber nicht die einzelnen Mitglieder der Kommission. Wir werden weiter unten, das dritte Organ, was wir heute besprechen in dem Video, ist ja die Europäische Kommission. Das werden wir dann noch sehen, entspricht der Regierung, der Exekutive. Das heißt, ähnlich wie in Deutschland, der Bundestag wählt den Bundeskanzler, das ist so hier Wahl des Präsidenten der Kommission. Aber anders als in Deutschland ist es so, dass ja der Bundeskanzler dann die Minister selber aussuchen kann und die nicht mehr vom Parlament bestätigt werden müssen. Hier ist es so, auf der EU-Ebene, die Kommission insgesamt sich nochmal einem Zustimmungsvotum des Parlaments stellen muss. Weiterhin hat das Parlament noch die Aufgabe der Kontrolle. Wie setzt sich das Parlament zusammen? Aus Abgeordneten, die durch die EU-Bürger in direkter Wahl alle 5 Jahre gewählt werden. Insgesamt gibt es höchstens 750 Mitglieder. Pro Staat sind das mindestens 6 und höchstens 96 Abgeordnete, je nachdem, wie groß das Land ist. Wenn Sie schon rechnen, dass Deutschland 96 hat, Frankreich hat auch 96, obwohl Deutschland viel größer ist, aber gut. Dann haben wir den Sitz des Parlaments.
Der ist in Straßburg und in Brüssel. Es gab mal Diskussionen, den Standort in Straßburg vielleicht abzuschaffen, weil es sinnvoller ist, das nur in Brüssel zu konzentrieren, die EU-Organe. Da hat aber sich verständlicherweise die französische Regierung gegen ausgesprochen. Das heißt, die Parlamentarier müssen immer noch pendeln. Wenn Sie all das wissen möchten und überlegen, wo steht das eigentlich? Ich habe Ihnen das hier aufgeschrieben. Das steht eigentlich im Prinzip alles in Artikel 14 des EU-Vertrags. Das heißt, keine Panik in der Klausur. Gucken Sie einfach in den EU-Vertrag. Ab Artikel 13 des EU-Vertrags, der enthält einen Überblick über alle Organe der EU und das Europäische Parlament ist dann eben in Artikel 14 geregelt. Kommen wir zum nächsten Organ, nämlich dem Rat der EU, dem sogenannten Ministerrat. Dieses Organ ist in Artikel 16 des EU-Vertrags geregelt und ist ebenfalls für die Gesetzgebung und die Haushaltshoheit zuständig. Aber anders als das EU-Parlament werden im Ministerrat die Interessen der Mitgliedstaaten vertreten. Das heißt, es ist ähnlich wie in der Bundesrepublik, wo wir ja bei der Bundesgesetzgebung ein Organ haben, nämlich den Bundestag, die Interessen des deutschen Volkes vertritt, und ein Organ, das die Interessen der Bundesländer vertritt, nämlich den Bundesrat. Und so ist der Rat der EU vergleichbar mit dem deutschen Bundesrat. Das heißt, im Rat der EU sitzen Vertreter, ist hier unten aufgeschrieben, 28 Fachminister der Mitgliedstaaten. Es sitzen also Vertreter der Mitgliedstaaten im Rat der EU. Und neben der Gesetzgebung und Haushaltshoheit haben die noch die Aufgabe der Festlegung der Politik und Koordinierung. Können Sie in 121 AEUV nachlesen. Außerdem wählt der Rat die Mitglieder der Kommission aus und macht einen Vorschlag an das Europäische Parlament, also nicht den Kommissionspräsidenten, sondern die Mitglieder der Kommission. Ja, die Zusammensetzung habe ich schon gesagt. 28 Fachminister der Mitgliedstaaten. Damit unterscheidet sich das etwas vom Deutschen Bundesrat, denn im Deutschen Bundesrat sitzen ja je nach Größe des Bundeslandes unterschiedlich viele Mitglieder drin. Hier sitzt pro Mitgliedstaat tatsächlich ein Minister drin. Das heißt, Zypern ist hier genauso repräsentiert wie die Bundesrepublik. Und noch eine weitere Besonderheit gibt es, nämlich im Ministerrat sitzen je nach Thema unterschiedliche Minister. Das heißt, wenn der Ministerrat über Verkehr entscheidet, dann sitzen die Verkehrsminister der Mitgliedstaaten drin. Wenn es um Finanzen geht, dann die Finanzminister. Wenn es um Umweltschutz geht, dann die Umweltminister, Energie, die Energieminister und so weiter und so fort. Um jetzt in diesem Defizit, das die größeren Staaten hier sicher empfunden haben, dadurch, dass sie genauso ein Mitglied haben wie die kleineren Staaten, etwas gerecht zu werden, hat man lange rumverhandelt, ob man das Stimmgewicht nicht ein bisschen modifiziert. Das heißt, die großen Staaten mehr Einfluss als die kleinen bekommen. Da waren die kleinen natürlich strikt dagegen. Man hat sich dann im Vertrag von Lissabon auf einen Kompromiss geeinigt, nämlich den sogenannten Grundsatz der doppelt qualifizierten Mehrheit. Das bedeutet, warum doppelt? Weil zwei Hürden übersprungen werden müssen für eine Entscheidung. Erstens müssen 55% der Mitglieder des Rats zustimmen. Das heißt, wenn da jetzt 28 drin sind, dann müssen davon 15 zustimmen. Dabei kommt es überhaupt nicht darauf an, wie groß das Land ist. Dann aber, damit der Beschluss zustande kommt, müssen die Mitglieder, die zustimmen, müssen 65% der Bevölkerung der EU ausmachen. Das heißt, wenn Sie es mal andersrum rechnen, in Deutschland, Frankreich und Italien haben zusammen mehr als 35% der Bevölkerung, weit mehr. Das heißt, wenn diese drei großen Mitgliedstaaten gegenstimmen, es muss noch ein vierter dann, zum Beispiel die Niederlande, so steht das im Vertrag genau drin, das müssen mindestens vier Staaten sein, dann können die, wenn die mehr als 35% der Bevölkerung repräsentieren, können die die Entscheidung im Rat blockieren. Das heißt, wenn man es nochmal einfach zusammenfasst, dann heißt das, es gibt ein Vetorecht der großen Staaten, wenn die zusammen 35% der Bevölkerung repräsentieren und mindestens vier Staaten sind, dann können sie eine Entscheidung des Rats blockieren. Umgekehrt funktioniert es nicht, dass ich jetzt nur vier Staaten, die zusammen 35% repräsentieren oder Staaten, die 65% repräsentieren, zusammentun. Das alleine reicht nicht, sondern es müssen immer mindestens 55% der Mitglieder auch sein. Und deswegen doppelt qualifizierte. Der Sitz des Rats der EU, des Ministerrats, ist in Brüssel gegenüber der Europäischen Kommission. Wenn Sie die Möglichkeit haben, mal nach Brüssel zu fahren, ins Europaviertel, kann ich das wirklich nur empfehlen. Da kriegt man einen viel besseren Eindruck davon, was für verschiedene Organe es gibt und wo die sitzen. Wenn wir schon in Brüssel sind, können wir eben gegenüber vom Rat ist das große Kommissionsgebäude, Parlement, die Europäische Kommission. Ja, als das Organ,
das die tägliche Arbeit in der Europäischen Union macht. Das ist die Europäische Kommission in Artikel 17 des EU-Vertrags geregelt, ist die Regierung, die Exekutive der Europäischen Union, also vergleichbar der deutschen Bundesregierung, führt das EU-Recht aus, ist die Hüterin der Verträge, passt also auf, dass die Mitgliedstaaten die Verträge auch beachten, kann, wenn die Mitgliedstaaten die Verträge nicht beachten, auch Verfahren beim Europäischen Gerichtshof einleiten, vertritt die EU nach außen, außer bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Dann hat sie das Initiativrecht bei Gesetzen. Das ist vielleicht nochmal erwähnenswert, weil das ist praktisch der Beitrag der Europäischen Kommission zum Gesetzgebungsverfahren. Deswegen habe ich die hier auch jetzt in diesem, die drei Organe, die an der Gesetzgebung beteiligt sind. Die Europäische Kommission ist das einzige Organ, was europäische Gesetze, also Verordnungen und Richtlinien, vorschlagen kann. Das ist ein bisschen anders. In der Bundesrepublik kann ja auch der Bundestag selber 10% der Mitglieder aus der Mitte des Bundestages kann auch ein Gesetz vorschlagen und dann selbst verabschieden. Das wollte man auf der EU-Ebene nicht. Man wollte immer so eine Balance zwischen den einzelnen Organen. Das heißt, das Europäische Parlament und der Rat können sich nicht selbst ein Gesetz vorschlagen und das dann verabschieden, sondern sie brauchen immer auch die Europäische Kommission. Die Europäische Kommission muss also Gesetze vorschlagen. Ansonsten kann ein Gesetz nicht verabschiedet werden. Die Kommission hat 28 Mitglieder. Sie können sich denken, warum. Ein Mitglied pro Mitgliedstaat. Das ist im Vertrag von Lissabon modifiziert worden auf 2/3. Diese Modifizierung hat sich aber bisher nicht in der Realität durchgesetzt. Das heißt, die Staaten sind sich nicht einig darüber geworden. Kann man ja auch irgendwo wieder verstehen, welche 2/3 jetzt da raus sollen. Im Vertrag ist von strikt gleichberechtigter Rotation die Regel. Mal sehen, ob das jemals zustande kommt. Also Stand jetzt hat die Kommission 28 Mitglieder mit dem Vereinigten Königreich. Das habe ich immer noch reingerechnet. Sind ja auch noch nicht ausgetreten zum Zeitpunkt dieses Videos. Das heißt, ein Mitglied pro Mitgliedstaat. Der Präsident der Kommission hat ähnlich wie der deutsche Bundeskanzler die Leitlinienkompetenz, ist also sozusagen der Vorsitzende der Kommission. Und dann gibt es noch ein weiteres wichtiges Mitglied, nämlich den Hohen Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik, praktisch den europäischen Außenminister. Das ist in Artikel 18 EU-Vertrag geregelt. Präsident der Kommission ist noch Jean-Claude Juncker. Und der Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik ist Federica Mogherini, Italien. Aber wir werden ja jetzt, nachdem das neue Europäische Parlament gewählt ist, werden diese Positionen neu vergeben. Spätestens bis Oktober, November müssen diese Positionen neu besetzt werden. Also nochmal zurück zum Hohen Vertreter. Der wird durch den Europäischen Rat ernannt. Er leitet die Außen- und Sicherheitspolitik und hat den Vorsitz im Rat für auswärtige Angelegenheiten. Europäische Kommission, Amtszeit 5 Jahre, Sitz in Brüssel. Gut, wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen für dieses Video, dann haben wir uns heute in dem ersten Video zu den EU-Organen mit 3 Organen beschäftigt, die alle an der Gesetzgebung beteiligt sind, nämlich mit der Europäischen Kommission als dem Organ, das das Initiativrecht hat, gleichzeitig die Europäische Exekutive, Hüterin der Verträge, setzt sich aus 28 Vollzeit-EU-Beamten zusammen, die aus den Mitgliedstaaten kommen, pro Staat einer. Übrigens noch eine Tatsache nebenbei. Überlegen Sie mal, oder schätzen Sie mal, wie viele Mitarbeiter die Europäische Kommission hat, wie viele Beamte da arbeiten. Wahrscheinlich werden Sie auf die hohe Zahl nicht kommen, aber es sind über 30.000. Das heißt, da können Sie sich schon mal vorstellen, dass in der EU-Kommission auch eine Menge Arbeit gemacht wird. Irgendjemand muss ja die vielen Verordnungs- und Richtlinienvorschläge schreiben. Okay, also die Europäische Kommission als die mit dem Initiativrecht, dann der Rat der EU und als Vertreter der Mitgliedstaaten bei der Gesetzgebung, das Europäische Parlament als Vertreter des europäischen Volks bei der Gesetzgebung. Gut, das war's für dieses Video. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Lernen.